Ja, und da ist es wieder auf YouTube. Moin, moin, liebe Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Runde vom Ranch Simulator. Ja, haben wir was Schönes. Heute Pferdeauktion, aber ich glaube, das lohnt nicht mehr. Wir werden erst schlafen gehen, bevor wir Pferdeauktion starten. Ich gehe nochmal wieder Eier raussammeln. Irgendwie, glaube ich, das gefühlt 16 Uhr haben die ganzen Hühner einmal wieder Nachschub hier gelegt. Mal gucken, ob ich jetzt wieder das Falsche wegsammle. Aber das habe ich ja hier direkt reingelegt. Das muss das Befruchtete eigentlich sein. Dann können wir die noch einmal schnell vielleicht durchleuchten zusammen. Es geht immer ein bisschen schneller, wenn einer dieses Gerät, glaube ich, hält. Und dann schlafen und am nächsten Tag uns mal die Pferdeauktion angucken. Einfach die Kühe. Kühe melken. Melken. Dann können wir noch Käse machen. Ach, wie war das mit den vier unterschiedlichen Farben, dass wir wissen, welche wir gemolken haben? Da war ja was. Jedenfalls ein von der zwei habe ich schon getan. Die andere hat noch nichts. Das eine Tor will hier einfach nicht zubleiben. Das ist grausam. Das sind alles keine befruchteten Eier. Nee, ich mache das immer auf, wenn ich durchlaufe, weil das ist ja auch wirklich nur das Nottor, ne? Wenn man jetzt Tiere rausholt. Ja, ja, aber wenn das Nottor nicht zu ist, dann hat man vielleicht doch ein Problem. Vor allem bei der Zielstrebigkeit der Kühe, die sind verdammt schnell. Die fahren schnell, laufen schnell zum Bushalter, ja. Das ist Wahnsinn. Auch kein befruchtetes Ei, alles taugt nichts, ja. Eignet sich dann nur später für die Wurst. Gut. Nächste Folge. Läuft schon. Folge selber läuft auf YouTube, ne? Oh, hier liegt noch ein Brett. Kann man irgendwo einen Zaun reinballern eigentlich. Denn aber ja, dafür müssen wir nochmal hunderte Holz sägen, wenn wir irgendwo den Zaun rundherum fertig machen wollen. Zumindest das, was bisher im Bau geplant ist. Habt ihr schon alles gemolken oder wie? Letzte beschäftigt. Da haben wir fast eine volle Kanne Milch gleich hier. 21 von 42. Haben wir nur eine Milchkanne bisher? Moment, Danny, ja. Ich bin rausgeworfen. Aus dem. Na, die Kuh ich weggekickt, oder? Nein, an der falschen Seite wieder rausgehört. Ups. Ups. So. 28 von 42. Ja, immer mit. Mach schon mal. Ich hätte jetzt auch von der Scheune noch gerne ein zweites Mittelteil mit einer großen Tür drin an der Seite. Gibt's nicht, ne? Ne. Ja, generell ist das, was die Baugeschichte angeht, natürlich noch Luft nach oben. Aber man kann auch schöne Türme bauen, ne? Also wenn wir mal irgendwann 10, 20 Stockwerke nach oben wollen. Damit wir Übersicht über die ganze Karte haben. So, dann nehmen wir genau, ich glaube einen Topf, ne? Dass man das Licht auch nicht mit einem Schalter anmachen kann, was hier unten alles ist. Jetzt. Einfach reinlegen, ja.
Ist ja noch kein besonderer Käse, weil wir keine Zusätze drin haben, aber das ging ja auch schön schnell. Das Sub steuert schön vor sich hin im Schrank. Schimmel musst du noch kaufen für den Käse, ja, ist besser denn, ne? Kriegt ein paar Euros mehr, wenn es Blauschimmel oder Dingschimmelkäse ist, je nachdem. Was muss dann noch wieder rein? Kann man dazu machen, wohl auch in den Topf wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht genau, ob man das erst in den Topf reintut oder wie funktioniert das, Andreas? Kannst du uns gerne nochmal schreiben? Wahrscheinlich so wie mit dem Fleisch auch. Erst das Fleisch und dann die Zutaten. Ne, welche Zusatz? Schimmel, musst Schimmel. Du das wieder aus? Hm? Schimmel kannst du dazu tun. Ja, aus. Kannst du einkaufen. Den Job. Genau. Ich bin für Schlafen. War doch wieder ein arbeitsreicher Tag mit LKW kaufen, mit Kühen und so weiter und so fort. Das wird Zeit für Schlafen. Vielleicht ist am nächsten Tag ja auch beim Shop Rind. Rinderfleisch im Ankaufsangebot. Ja genau, in den Topf rein tun mit der Milch und dann auf den, wahrscheinlich dann eben auf die Cooking. Genau. So, eine wunderschöne grünen, schwarzen, ja, also komisch, es ist gelb, das ist mit dem Holz halt echt noch nicht so richtig gelb, ne? Moin Appell, auch danke fürs Einschalten, moin moin. Käse, noch nicht ganz fertig, wa? Jetzt, 20%. Das dauert tatsächlich ein bisschen länger. Müssen die Kühe jetzt schon wieder gemolken werden eigentlich, oder ist es noch... Ja, ich weiß nicht, ob das einmal pro Tag ist oder zweimal pro Tag. Weiß das, Andreas das auch? Kühe, wie oft kann man die melken? Einmal und zweimal. Ich glaube zweimal. Ich krieg Milch raus, ne? Ich auch. Keine Milch. Also die im Stall ist gemolken. Der muss noch. Und welche von den anderen beiden? Du hast ja nicht beide. Ja. Wolltest du aber nicht probieren. Kann ich habe die falsche. Keine Milch mehr. Sehr gut. Echt scheiße. Bist du schon wieder rüber gedingst? Ja. Ich kann hier auch nichts über. Nee, das ist hoch der Zaun. Echt? Wieso nicht? Du bist schon fertig mit Milch? Achso. Ich komm da nicht rüber. Nein, du kannst nicht so hoch springen. Vorne geht das aber. Genau dieses eine Stück zu hoch wohl. Hast du den, ja. Da können wir ja auch aus Spaß Rasenmäher kaufen. So, einmal morgens, einmal abends. Das zweite Mal nach 22 Uhr. Ja, okay, da schlafen wir schon. Kommt rein hier, können wir rausschauen. So sieht's aus. Moin moin. Wieder Käse machen davon, oder? Ich habe jedenfalls in der Panne getan. Mal gucken, ob du Schimmel kaufen willst. Nö. Wenn wir wieder da sind. Können wir mit dem LKW? Ja gut, auf der Ladefläche kann einer mitfahren. Wo soll er sein eigentlich? Schlaft. Nein,
Wenn wir Pferde kaufen wollen, habe ich jetzt schon mal geschaut, wie das aussehen könnte, einen Pferdestall zu haben. Mit Pferdeboxen und dem ganzen Krempel drin. Gibt es extra Pferdeboxen? Oder ist es nur so? Du hast doch diese Box, die wir einmal bei den Schweinen reingetan haben. Das sind doch eigentlich Pferdeboxen. Ja, sowohl als auch, ne? Ja, und dann habe ich da jetzt überall, also 4 Stück jetzt angesetzt. Überall die Krippen schon vorbereitet und Wasser trinken. Ja. Du Mensch, nur, dass das Problem ist, dass der Stall außerhalb unserer jetzigen Getreide- und Wassermühle ist. Ja. Deutlich. Ja. Na, finanziell nicht ganz so schlimm. Wir können ja, mittlerweile kann man ja leicht immer so viel Stahl kaufen, ne, dass wir das uns leisten können. Aber irgendwann ist unser Geld dann auch aufgebraucht. Aber ich würde sagen, Pferdeauktion ist das Thema der Folge. Dann latschen wir mal hin. Oder ich weiß auch gar nicht, ob man das zusammen kann, ob das jeder nur für sich kann. Ich glaube auf jeden Fall mal zur Bushaltestelle und guck mal, ob wir da was werden. Ihr habt das schon mal im Singlespiel gesehen oder noch gar nicht? Auch nicht? Noch gar nicht. Gar nichts. Okay, E-To-Go-Auktion. Ach, das kostet mich 50. Alleine schon mal hingehen kostet 50. Weiß ich nicht, ob das jeder kann. Müsste mal jeder für sich testen wahrscheinlich. Wir erscheinen. Ach, was ist das? 1600. Oh nee, hier wird jetzt geboten. Wo bin ich denn? Skip, achso, verkaufen. Another player is already at the auction. Achso, darf nur einer gleich sein. Also hier, Pferdeauktion. Ihr könnt ja auch gleich. Jetzt muss das Team gucken. Boah, ja, was jetzt? Dem gucken. 3.990? Also mehr. Wir haben 25.000. Ja, aber mehr als 5 wollen wir doch für so ein Pferd nicht ausgeben, oder? Aber die bieten die ganze Zeit hier mit, die Blöden. Ja, wir sollen das Pferd ja trainieren, um dann wieder verkaufen zu können, ne? Zum Ersten, zum... Aber ganz lustig gemacht, aber ich weiß nicht, wie lange sich das jetzt hinzieht. Hier, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Stamina, Speed, Handling, Heals. Was wirklich, ob das gute Werte sind, ne? Weil klar, das ist ja ist, wir brauchen ja theoretisch 3 Pferde, ne? Jeder 1. Genau. Kann jeder auch versuchen, sich eins zu ersteigern. Wahrscheinlich habe ich nachher das langsamste. Weil Speed hat er nur 2 Balken. So, ich biete 5000. Ach Gott, nervt doch nicht. Die können wir zur Not erstmal bei den Kühen mit reinstellen. Nimm, ja. Nimm den Pistol und schieß ihn ab. Marcel, wir brauchen deine Hilfe. Echt? Grobe Waffengewalt wird hier gefragt. 6000 zum ersten. Weil die bieten noch nur. Ach Gott, Leute. Was ist denn Verkauf? Achso, verkaufen wäre, wenn ich jetzt welche hätte, oder was? Ja. Mhm. 6442 und gekauft. Horse Control. To call your horse, aim the cursor at it and press R to use it. Cursor follow you around. For more information on horses, seek lottery. Enter. Nice, ich hab einen Gaul ersteigert, da ist er doch. Nur sehr langsames Pferd, ne? Also es kann nichts, also geschwindigkeitsmäßig. So. Ich glaube, es ist echt nicht schneller. Es ist schon Maximalgeschwindigkeit. Wo ist das Pferd? Warte, wir haben ein Pferd. Pferdeauktion. Wer steigert sich jetzt eins? Und gerne kommentieren, aber welchen Preis ihr schon seid. Kannst du mal C drücken? Walk? Ja. Ja, gleich. Pferdeaktion. Was sind wir denn jetzt? Halte Galopp. Dann okay. Das andere ist... Focus, that's visible. Ah, guck mal, da sehen wir das jetzt, ne? Da ist Stamina, Speed, Handling, Heals. Auch Essen und Trinken auf jeden Fall.
Aber kann das auch von Bären gefuttert werden? Ich meine, ich bin relativ schnell, ne? Aber nicht, wenn man auf einmal irgendwie zu Bären läuft, dass die Bären einen auch wegfuttern und dann ist das Schwert weg. Das wäre ärgerlich. Normalerweise sollte das Pferd vor lauter Angst schneller sein wie der Bär. Ja, eigentlich schon. Stamina ist ja so ein bisschen... Ich habe mal das Reitkarte aufgemacht, du kannst da mal rein. Aber jetzt kann ich, glaube ich, nicht. Jetzt muss ich erstmal auf. Danke für super Sendepunkte. Jetzt, glaube ich, muss ich erstmal... Na, jetzt geht's wieder. Gerd, ja, bist du mal steigern? Ja, da steht ein neues Pferd. Wie viel, ich habe auch eine. Wie viel hast du ausgegeben? 64. 4600? 4600, ne, 6400. Ach, genauso wie ich eigentlich, ja. Komm gleich zu diesem Gehege. Ich wollte einmal schnell zum. Wie viel Geld haben wir denn noch? Ja, genug. 12, wir haben noch 12.000. So. Also, wenn du auch noch eins für 6.000 kriegst, zum Beispiel. Circa eben, ne? 6.000 bis 7.000. Dann haben wir immer noch genug, glaube ich, würde ich behaupten, dass wir viel Stahl einkaufen können. Und zur Not ja auch ein bisschen Holz. Aber ich weiß nicht, wann man genug geritten hat und so, ne? Geh ja mal kurz zum Burgerladen und guck, ob was der heute ankauft. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man jetzt ausreitet. Einmal schnell zum Burgerladen, einmal kurz mal gucken. Oh, dein Pferd läuft weg. Quark, Wildfleisch und Schweinefrikadelle. Danny. Dein Pferd läuft weg. Ja, fast weg. Er steht jetzt hier. Rechts. Da muss man ja echt aufpassen. Ja. Howdy. Ja. Du musst ein bisschen laufen. Zurück zur Ranch. Ich weiß ja auch nicht, ob das am nächsten Tag jetzt besser wird oder wann genau so ein Pferd besser wird. Kennt sich Andrea schon damit aus zum Beispiel? Wahrscheinlich mache ich für LS22 auch wieder eine Map. Einfach mal Ausrufezeichen LS22. Da habe ich alle schönen Infos zum LS22 zusammengefasst und natürlich auch die Info reingeschrieben. Ob es wahrscheinlich wieder von mir einen neuen gibt. Walk and Trot. So, das ist hier so ein Tapsen. Ach, Andreas hat noch keine Pferde, okay. Finde ich lustig, meine Auktion beginnt bei 6 hier. Trotz. Ja, ich hatte auch einen, die ging gleich nach 7000. Da hatte ich geskippt. Achso, gleich abgebrochen. Ja, nächste Aktion. Ich habe jetzt gerade das vierte Mal geskippt, an der Schwede. Oh. Also meine startete bei 1400 oder so. Aber jetzt habe ich erst so ein Mini-Stück Balken. Also wie viel muss man denn hier reiten? Das ist ja verrückt. Das ist echt viel, glaube ich. Ja, brauchst du ein paar Tage? Das geht ja nicht immer alles so schnell, das Eintrainieren. Na toll. Dann würden ja auch wir Menschen nur eine halbe Stunde im Handlingraum brauchen und wir einen Bären starten. Mhm. Ich glaube, wenn man wieder so eine Hürde rüberspringt, macht es auf jeden Fall immer Pluszeichen, ne? Gerd. Hm? Wenn man über so eine Hürde hier rüberspringt, dann macht das immer Pluszeichen. Oh, am rechts, oder? Ja, oder hast du schon was... Aber man muss auch tatsächlich rüberspringen, sonst kriegt man so keine Erfahrung. Wo bekommst du dann den Plus?
wenn ich rüberspringe, siehst du unten links so kleine Pluszeichen bei deiner Pferde hier. Unten sind so ein paar Balken. Ups. Mhm. Rückwärtsgang. Du musst in der Arena trainieren werden, ja. Im Stream sehe ich das nicht, weil du dein... Nee, ist unten rechts. Nicht unten links. Oh ja. Da habe ich schon so jetzt ein ganz bisschen von dem einen weißen Balken. Ist aber auch Drehwurm hier. Salazar hat jetzt auch für 6400 ein Pferd gekriegt. Kann sie aber auch bei bleiben, ne? Machen wir auch noch ein paar Tage, ansonsten riss er hier durch. Weil das, du kannst ja nur im Kreis reiten und dann... Das bringt auch nichts, wenn ich nur rundherum reite, oder? Ich muss rüberspringen, ne? Da muss man auch noch passend drüber springen. Und wahrscheinlich, wenn man dann unten einen Balken voll hat oder alle Balken voll hat, dann verbessert sich das Pferd. Höher. Ah, so nicht. Rückwärtsgang. Dafür hätten wir eins nehmen sollen und dann abwechselnd das trainieren. Weil wie gesagt, wenn du nicht die Hürde genau nimmst, sondern so links, rechts oder auf den Dingern ankommst, dann bringt das auch nichts an Erfahrung. Steht immer jemand im Weg hier. Was ist denn los bei euch? Es bringt nichts gut. Bringt nichts gut? Nee. Sag mal, ist das wirklich so bescheuert? Der will wirklich, dass ich die linke Shift-Taste nehme. Ich darf nicht die rechte benutzen. Und wer benutzt denn die rechte Shift-Taste? Ja, weil ich kriege einen Knoten in die Finger. Ich muss 6 Tasten gleichzeitig drücken, ja, damit das Pferd vorwärts hüpft. Wer hat sich denn die Steuerung einfallen lassen? Wieso, du musst doch nur W und hier Shift gedrückt halten und zwischendurch mal die Leertaste, wie sonst eigentlich, also ist doch hier. Ja, und wie kriege ich das Pferd um die Kurve? Ja, mit dem Ring, wie viel, ach, gut. Womit? Mit dem Ringfinger ganz normal, auf A. Ja, da haben wir es doch. Mittelfinger auf W, Ringfinger da, kleine Shift-Taste. Genau. 3 Tasten gleichzeitig drücken, dann musst du die 4. Taste auf Shift halten. Das sag ich doch, das ist viel zu kompliziert, die Steuerung. Da könnte man jedenfalls die Shift, dass ich die auf die zweite Hand kriege. Oder die Steuerung, ob das Pferd links oder rechts reitet, auf die Maus legen. Das geht. Deshalb spiele ich LS ja auch mit dem Lenkrad, weil ich kein Tastaturspieler bin. Ich kann glücklicherweise beides.
Aber es dauert echt lange, bevor man mal einen Balken von diesen fünf Balken voll hat. Hast du schon? Ne, halb voll ist mein Herz. Ich habe Stamania habe ich 3, Speed habe ich 5, Handling habe ich 2, 4, 6, 8, 10. Unten rechts, wo du immer deine Pluszeichen kriegst, wenn du einmal über so eine Hürde springst. Oh, noch nicht halb der erste. Ich weiß auch nicht, ob man es irgendwie besser hinkriegt, aber ich glaube nicht. Ich würde zumindest den ersten Balken voll haben wollen. Aber wie gesagt, das machen wir mal hier. Haben wir jetzt mal einen Tag so ungefähr, aber dann stehen die Pferde nachher wahrscheinlich auch in der Ecke rum. Wobei wir natürlich jetzt, kann man jetzt noch die Waffe ziehen nebenbei und dann auf Bärenjagd gehen. Nein, kann nicht. Bei den Tab brauchst du für den ja, für die Statistik. Naja, also mit Pferden werden wir wohl kein großes Geld verdienen. Aber kommen die jetzt mit in den Kuhstall rein oder wie? Würde ich sagen. Oder meinst du zu den Schweinen? Nö, auch ruhig einen Kuhstall mit rein. So, ich habe gleich den ersten Balken voll von den 5. Ne, 6 sind das auch noch, okay. Aber dann, ne, wird einfach ein bisschen schwindelig. Ich weiß ja nicht, wie es ist für die Zuschauer, aber ich glaube auch so ein bisschen, ne? Immer schön im Kreis. Ich kann ja auch froh sein, dass mein Pferd nur 2 Geschwindigkeitsbalken hat. So, meine ist bei der Schweine. Ich würde wissen, ob es dann irgendwie pauschal alles ein bisschen besser wird, ob man dann selber aussuchen darf oder ob man tatsächlich irgendwie alle 6 Balken einmal voll gehabt haben muss, bevor irgendwie das Pferd sich ein bisschen verbessert in den Werten. Das würde natürlich dann heißen, man müsste, glaube ich, 5 Stunden wahrscheinlich mindestens geritten sein hier. Immer im Kreis, was natürlich auch ein bisschen fragwürdig ist. Ne? Wenn das jetzt, also das, da muss es noch größere Gelände geben oder so, wo man ein bisschen auch mal ein bisschen gerade ausreiten kann und so. So nervt es ja aber doll. Da wird man das wie Karussell fahren, ne? Heute ist, man kann schnell ausreiten, kann einmal schnell zum Burgerladen reiten und gucken, wie die Preise stehen. Oh ja, jetzt habe ich mich verbessert. Ich habe jetzt hier so einen kleinen blauen Bereich, der jetzt, glaube ich, gleich weiß wird, oder? Sprich, man kann sein Pferd 6-mal verbessern, wenn ich das jetzt richtig so verstehe. Ja, aber gut, liebe Leute, YouTube-technisch sind wir auf jeden Fall am Ende der Folge. Wir haben heute die Pferde kennengelernt, wir haben eins ersteigert, wir haben es auch schon verbessert um eine Stufe. Dadurch haben wir jetzt so einen leicht blauen Bereich da hinter dem weißen. Und jetzt kommst du hier irgendwie zu den Kühen und da kannst du dann irgendwie übernachten und gut fährt, gut fährt, gut gemacht. So, ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und tschüss.